Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu unserem Webinar Einstieg in den Arbeitsmarkt und Perspektiven einer Ausbildung in der Region Stuttgart. Rebecca. Ciao, buonasera a tutti. Oggi parliamo, oggi facciamo un evento sull'inserimento nel mondo del lavoro e le prospettive di una formazione professionale nella regione di Stoccarda. Ja, ich möchte unsere Redner begrüßen. Mit uns sind heute Frau Blautbeer von der Bundesagentur für Arbeit. Noi vogliamo presentare le nostre relatori, signora Frau Blautbeer della Agentur für Arbeit. Guten Abend. Katharina Götz von der IHK Region Stuttgart. Signora Götz della Camera di Industria e Commercio di Stoccarda. Pino. Hallo, guten Abend. Dankeschön. Pino Tabi von der ACLI. Buonasera. Und Marilena Giacalone. Buonasera. Ja, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind und mit uns präsentieren. Mein Name ist Verena André von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart vom Welcome Center und Welcome Service der Region. Benvenuti a tutti, lei è Verena André della Wirtschaftsförderung e del Welcome Center Stuttgart. Meine Kollegin Rebecca Geiger, die übersetzt. E io sono Rebecca Geiger, anche dal Welcome Center e dal Welcome Service. E faccio la traduzione parzialmente. Mille grazie. Okay, herzlich willkommen allen auch bei YouTube und in den sozialen Medien. Vielen Dank an Vivi Stoccarda, dass wir heute übertragen können. Benvenuti a tutti pure su YouTube. Siamo qui pure con Vivi Stoccarda e si ringraziamo tanto per la diretta via YouTube. Grazie a signore Palese. Ja, grazie mille a signore Palese. Gut, dann schauen wir, was heute die Themen sind. Zuerst möchten wir das Welcome Center Stuttgart vorstellen und unsere Angebote. Dann steigen wir ein in das Thema Arbeiten in Deutschland. Dann kommt das Thema der Ausbildung. Und zum Schluss haben wir ein Interview und Ihre Fragen. Eine Zeit für die Diskussion. Allora, prima faremo una breve introduzione sul lavoro del Welcome Center. Poi la signora Blautbeer dell'Agentur für Arbeit parlerà del lavoro in Germania e delle possibilità dell'Agenzia di Lavoro. Poi ascolteremo una presentazione sulla formazione duale. Poi dopodiché avremo una breve intervista con un'educatrice italiana e poi avremo tempo per le vostre domande. Genau, bitte schreiben Sie Ihre Fragen in Fragen und Antworten oder in den Chat. Potete scrivere le vostre domande nel chat oppure in questo field dove si può porgere le domande e le risposte. Genau, wir versenden auch die Präsentation an alle registrierten Teilnehmer und Sie können auch die Präsentation und die Aufzeichnung auf unserer Website anschauen. Dopo mandiamo pure la presentazione via email e si può vedere la presentazione pure sul nostro website. Zuerst ein paar Worte zum Welcome Center. Das Welcome Center Stuttgart ist im Zentrum der Landeshauptstadt. Es ist ein Informationszentrum für alle Neubürger und Neuzuwanderer in Stuttgart und in der Region Stuttgart. Il Welcome Center di Stoccarda è un centro di informazioni per i nuovi cittadini. Siamo a Charlottenplatz, proprio nel centro di Stoccarda, e offriamo informazioni sulla vita e il lavoro in Germania e nella regione di Stoccarda. Genau. Es ist eine Kooperation der Stadt Stuttgart, der Landeshauptstadt und der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart mit Unterstützung der Migrationsdienste. È una cooperazione tra la città di Stoccarda e la Wirtschaftsförderung e i servizi di migrazione. Wir beraten zu allen Fragen
rund um Ankommen, Leben und Arbeiten, wie Arbeitssuche, Aufenthalt, aber auch Familienfragen, wenn Sie eine Schule suchen für Ihre Kinder oder Fragen haben zu Vereinen. Noi offriamo informazioni su tutti i temi, imparare il tedesco, ma pure per il riconoscimento di diplomi stranieri o per aiutiamo per ricercare di lavoro e per la candidatura. Offriamo pure informazioni come trovare un posto nella scuola per i bimbi o sì, per i diritti per i stranieri e tutto, diciamo, intorno di questa. Di questo tema di vivere e lavorare. So kommen Sie in Kontakt mit uns. Wir haben Öffnungszeiten. Sie erreichen uns während der Öffnungszeiten telefonisch, aber auch per E-Mail. Und wir können auch Videoberatung anbieten. Momentan ist mit Corona oder Covid-19 der Zugang nicht komplett offen. Wir haben eingeschränkte Öffnungsmöglichkeiten, aber wir beraten Sie sehr gerne per Telefon und wir hoffen, dass wir bald wieder regulär öffnen können. Normalmente siamo aperti da lunedì a venerdì, lunedì e venerdì mattina e poi martedì e giovedì pomeriggio. E in questo momento il Welcome Center è chiuso, ma è possibile di avere consulenza via email o telefono o video chat. E speriamo di aprire presto di nuovo. Sì, adesso per la situazione del Covid non possiamo essere qui con le porte aperte. Genau. Sie sehen, wir sind im Zentrum von Stuttgart, direkt am Schloss und wir heißen Sie sehr herzlich willkommen und meine Kollegin Rebecca Geiger übersetzt dann auch oder berät Sie auch sehr gerne auf Italienisch. Noi siamo proprio nel centro di Stoccarda e offriamo pure consulenza in italiano. E sì. Genau, wir machen auch viele verschiedene Informationsveranstaltungen zum Thema Leben und Arbeiten in Stuttgart für Studierende, zum Beispiel Successful Application zum Bewerben alle 2 Monate mit der Agentur für Arbeit, mit einer Kollegin von der Frau Blaut-Bär und weitere Veranstaltungen. Noi organizziamo diverse serate informative su vivere e lavorare nella regione di Stoccarda, per esempio su come scrivere la candidatura. Sì, ogni 2 mesi questo Successful Application è in lingua inglese e poi organizziamo pure eventi per gli studenti e tante altre cose. Genau, mit dem Welcome Service Region Stuttgart beraten wir auch Unternehmen, die ausländische Fachkräfte beschäftigen wollen. Wir machen Veranstaltungen in der Region Stuttgart, organisieren mit unseren Partnern Kontaktplattformen, Jobmessen und haben auch große Netzwerke zur Arbeitsmarktintegration. Noi dal Welcome Service Region Stuttgart mettiamo in contatto studenti e professionisti internazionali con le aziende della regione di Stoccarda che cercano persone. E organizziamo 2 volte all'anno delle fiere del lavoro e offriamo pure serate informative a Stoccarda e nella regione per le aziende, ma pure per le persone che sono interessate di lavorare in queste aziende. Genau. Informationen finden Sie auf unserer Website. Sie können sich auch für unseren Newsletter dort registrieren und alle Informationen zu Veranstaltungen anschauen. Potete trovare tutte le informazioni sui nostri servizi, sulla nostra website e potete iscrivervi pure sul nostro newsletter per gli eventi, per esempio. Genau. Wir sind mit Sprechstunden auch in der Region Stuttgart, in Esslingen, Böblingen, Waiblingen, Göppingen und Ludwigsburg für Sie erreichbar. Noi offriamo pure consulenza nella regione di Stoccarda a Esslingen, Böblingen, Waiblingen, Göppingen e Ludwigsburg una volta al mese, adesso pure online. E sì, consulenza per i professionisti internazionali, gli studenti e i loro familiari.
Genau, das sind die nächsten Termine. Wir machen, wie gesagt, einige Veranstaltungen. Sie können sich dort registrieren. Die sind alle kostenfrei. Questi sono i nostri prossimi eventi, sono sempre gratuiti e sì, si trova tutte le informazioni pure sulla nostra website. Genau. Auf Spanisch Visa, das ist jetzt für italienische Staatsbürger nicht so interessant, aber vielleicht Arbeitsvertrag und Arbeitnehmerrechte, die Veranstaltung ist auf Englisch. Il prossimo evento è in spagnolo sui tipi di visa, poi abbiamo un evento sui contratti di lavoro e per i diritti per i dipendenti. Genau, und dann am 30. Juni wieder Successful Application auf Englisch zum Bewerben und Arbeitsmarkt und Jobinterview. Poi il 30 giugno abbiamo di nuovo il nostro evento su Successful Application in inglese. So, dann übergebe ich das Wort an Katharina Blaut-Beer von der Agentur für Arbeit. Ja, vielen Dank, Frau André, dass Sie das alles zusammen mit Ihren Kollegen jedes Mal organisieren. Ich begrüße alle Teilnehmenden ganz herzlich und wir besprechen heute ein Basisthema und versuchen, die wichtigsten Fragen zu beantworten. Benvenuti, grazie mille per organizzare questo evento. Oggi stiamo discutendo un argomento molto complesso e cerchiamo di rispondere alle domande più importanti. Mein Name ist Katharina Blaut-Beer. Ich arbeite bei der Agentur für Arbeit in Stuttgart. Mi chiamo Katharina Blaut-Beer, lavoro presso l'Agentur für Arbeit di Stoccarda. Diese Institution gibt es in jeder Stadt in Deutschland. Unsere Aufgabe ist es, alle Bürger zum Thema Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung zu beraten. Questa istituzione esiste in ogni città della Germania. Il nostro compito è quello di consigliare tutti i cittadini sulle questioni di lavoro, istruzione e qualificazioni. Wir unterstützen sowohl Menschen, die Arbeit suchen, als auch Arbeitgeber, die Mitarbeiter suchen in diesem Prozess. Sosteniamo sia le persone che cercano lavoro, sia i datori che di lavoro che cercano dipendenti in questo processo. Wir sind Ansprechpartner vorrangig für Menschen, die bereits in Stuttgart leben. Menschen, die sich im Ausland befinden, werden zentral beraten in Bonn. Siamo soprattutto un punto di contatto per le persone che già vivono a Stoccarda. Le persone che si trovano all'estero ricevono consulenza direttamente dai uffici centrali a Bonn. Sie sehen hier diesen Begriff Migrationsbeauftragte, das heißt, ich bin Ansprechpartnerin intern und extern für Fragen, die Menschen betreffen, die nicht in Deutschland geboren sind. Deswegen kooperiere ich eng mit dem Welcome Center und den Kolleginnen der IHK und vielen anderen mehr. Migrationsbeauftragte significa sono la referente interna e esterna per le domande relative a persone che non sono nate in Germania. Per questo motivo collaboro strettamente con il Welcome Center e con i colleghi dell'IHK e altre organizzazioni. Ja, hier sehen Sie, dass die Agentur für Arbeit mit vielen spezialisierten Abteilungen im Verlaufe ihres Lebens immer wieder der passende Ansprechpartner ist. Während der Schulzeit, während der Ausbildung, während des Studiums, aber auch während man arbeitet oder in der Zwischenzeit, wenn man keine Arbeit hat. Qui potete vedere che l'Agentur für Arbeit con i suoi numerosi reparti specializzati è sempre il partner di contatto giusto per la vostra vita lavorativa. Mentre il studio, ma pure dopo scuola, anche quando uno sta lavorando o quando ha perso il lavoro. Ja, auch wenn Sie das Land, in dem Sie leben, gewechselt haben, weil Sie aus Ihrer Heimat nach Deutschland gekommen sind, haben wir für Sie die passende Unterstützung für Sie.
Anche se avete cambiato il paese in cui vivete perché siete venuti in Germania dal vostro paese d'origine, abbiamo il giusto sostegno per voi. Sie bringen Bildung aus der Schule mit, Sie haben vielleicht eine Form der Ausbildung oder ein Studium durchlaufen und bereits praktische Erfahrungen im Arbeitsleben gesammelt. Forse portate con voi la vostra istruzione scolastica, forse avete seguito una qualche forma di formazione o di studio e forse avete già acquisito un'esperienza pratica nella vita lavorativa. Jetzt möchten Sie hier arbeiten in Deutschland, Ihren Lebensunterhalt verdienen und es ist unser Job, für Ihre Situation mit Ihnen zusammen Lösungen zu ermöglichen. Ora vorreste lavorare qui e guadagnarvi da vivere. E il nostro compito è di collaborare con voi per trovare soluzioni alla vostra situazione. Allora, come avviene tutto questo? Wie funktioniert das? Ja, come può funzionare? In der Abteilung Beratung und Vermittlung analysieren wir zuerst zusammen, über welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Zertifikate Sie bereits verfügen. Nei uffici di consulenza e di collaboramento analizziamo prima insieme le conoscenze, le competenze e i certificati in cui già disponete. A tal fine abbiamo bisogno del vostro curriculum vitae. Genau, dazu brauchen wir zum Beispiel Ihren Lebenslauf als Teil der Bewerbungsunterlagen, indem Sie auch aufschreiben, welche Aufgaben hatten Sie in Ihrem Job genau, beziehungsweise was haben Sie genau in Ihrer Ausbildung gelernt. In questo CV in cui scrivete anche quali compiti avete svolto nel vostro lavoro e quando, e cosa avete appreso esattamente durante la vostra formazione. Im nächsten Schritt müssen wir uns darüber austauschen, was Sie bereits über den Arbeitsmarkt in Stuttgart wissen. Welche Tätigkeit verbirgt sich hinter welcher Berufsbezeichnung? Wer darf, soll diese Tätigkeiten ausüben? Und wie viele Jobangebote finde ich für welche Tätigkeiten? Il passo successivo è quello di scambiarci informazioni su ciò che già conoscete sul mercato del lavoro a Stoccarda, per esempio quali attività si deve svolgere all'interno di una qualifica professionale, chi può o deve svolgere questo lavoro, quante offerte di lavoro posso trovare e per quali lavori. Yeah. Dann ist noch die Frage, wissen Sie schon, wie viel verdient man in welcher Tätigkeit? Und dann definieren wir zusammen das Ziel, kurz- bzw. langfristige Ziele. Das kann dann eben sein, was wollen Sie in welchem Job oder wann wollen Sie in welchem Job wie viel Geld verdienen? E poi certo la domanda, quanto guadagno in una specifica attività, poi definiamo insieme gli obiettivi a breve e lungo termine, ad esempio quando vuoi guadagnare e in quale lavoro. Genau. Und dann im Umsetzungsprozess entwickeln wir gemeinsam eine Lösungsstrategie. Wie wollen Sie das Ziel erreichen? Welche Unterstützung und Informationen benötigen Sie von mir oder meinen Kolleginnen noch dazu? E nel processo di attuazione sviluppiamo la strategia per una soluzione comune. Come volete raggiungere l'obiettivo? Di quale supporto e informazione avete bisogno dei mir Kollegi. Nächste Folie, ja. Also kommen wir nochmal zu der Analyse. Die wichtigsten Bausteine im Prozess der Analyse sind die Deutschkenntnisse. Zweite Priorität hat die Erarbeitung der Fähigkeiten und erst dann sind die Bewerbungsunterlagen wichtig. Gli elementi più importanti nel processo di analisi sono la conoscenza del tedesco e la seconda priorità è lo sviluppo delle competenze e solo allora i documenti per la candidatura sono importanti. In den folgenden Folien gehe ich auf diese drei Gesichtspunkte im Detail ein. Schritt 1 der Analyse war die Frage, was bringen Sie mit? Hier sind die Deutschkenntnisse das wichtigste Zahnrad im Getriebe. Ohne Deutschkenntnisse ist die Anwendung Ihrer Qualifikation in einem Job nicht möglich und kann daher auch nicht entlohnt werden. Das gilt auch für den akademischen Bereich.
fließende Englischkenntnisse reichen nicht. Das kann ich sogar aktuell von Leuten, die im IT-Bereich arbeiten, berichten. Mm-hmm. Allora, il primo fatto qui, la conoscenza del tedesco, è la cosa più importante del cambio, diciamo. Senza la conoscenza della lingua tedesca non è possibile di utilizzare anche le vostre qualifiche in un lavoro e quindi questo non può essere giustamente ricompensato. Questo vale anche in ambito accademico. La conoscenza fluente dell'inglese spesso non è sufficiente. Attualmente questo vale anche per molti settori dell'informatica. Jeder europäische Staatsangehörige hat Zugang zu kostengünstigen Deutschkursen des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das sind die Integrationskurse und diese enden mit dem Niveau B1. Darauf aufbauend gibt es dann berufsbezogene Deutschkurse. Diese Kurse werden für alle angeboten, die das Ziel haben, zu arbeiten. Ogni cittadino europeo ha accesso a corsi di tedesco a basso costo offerti dall'Ufficio federale per migrazione e rifugiati, il BAMF si chiama. Il corso di integrazione termina con il livello B1. A partire da questo ci sono i corsi di tedesco specifici legati al lavoro con completamento a livello B2 o C1. Questi corsi sono offerti a tutti coloro che hanno obiettivo di lavorare. Nächste Folie bitte. So, hier sehen Sie jetzt die Tabelle des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Und Sie wissen zwar, dass Sie grundsätzlich mit B1 eventuell schon arbeiten können. Und dieses Niveau erreichen Sie mit dem Integrationskurs, an dem Sie als Europäer in Deutschland teilnehmen dürfen. Aber für einen sicheren Job reicht das nicht aus. Das haben wir hier in Stuttgart zur Pandemie erlebt. Für qualifizierte Jobs braucht man in der Regel Niveau B2. Erst mit B2 haben Sie die Basis, um eine Ausbildung oder eine Weiterbildung zu beginnen. Und das Sprachniveau C benötigen Sie für sprachintensive Ausbildung oder ein Studium in Deutschland. Für das Niveau B2 und C1 gibt es die sogenannten Berufssprachkurse. Zu denen haben Sie ebenfalls Zugang. Und das sollte Ihnen auch eben ermöglichen, den richtigen Beruf auszuüben, den Sie mit Ihrer Qualifikation, die Sie mitbringen, ausüben können und möchten. Allora, qui potete vedere la tabella del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. In pratica puoi lavorare con B1, ma raggiungerei questo livello con il corso di integrazione che ti permette di frequentare come europeo in Germania, ma questo non è sufficiente per un lavoro sicuro. Lo abbiamo sperimentato anche in questa situazione qui a Stoccarda con la pandemia. Per lavori qualificati di solito è necessario il livello B2. Solo con il B2 si hanno la base sicura per iniziare un apprendistato o un'ulteriore qualificazione. Il livello C è necessario per apprendistati ad altre intensità linguistica o studi in Germania. Per il livello B2 e C1 ci sono i cosiddetti corsi di lingua professionali ai quali si può anche accedere. Dovrebbero permettervi di esercitare una vera e propria professione. Die grundlegenden Informationen in italienischer Sprache zum Leben und Arbeiten in Deutschland finden Sie am Ende der Präsentation doch nochmal auf einer Seite, Make it in Germany. Die Agentur für Arbeit kann die berufsbezogenen Deutschkurse fördern, indem sie Gutscheine ausgibt. Das kostet sie dann gar nichts. Und die grundsätzlichen Vorabinformationen können Sie eben auch beim Welcome Center erfahren. Und die Liste gibt es auch auf der Seite vom Welcome Center.
Allora, le informazioni di base in italiano su come vivere e lavorare in Germania si trovano alla pagina di Make It in Germany. Abbiamo messo pure il link alla fine della presentazione. E l'Agentur für Arbeit può distribuire buoni per corsi di tedesco legati al lavoro, poi da partire da B2. Potete ottenere informazioni preliminari di base su questo argomento pure nel Welcome Center e trovare una panoramica delle offerte di corsi di lingua stoccarda anche sulla nostra website. Hier haben wir das nochmal gesagt. Also grundlegende Informationen finden Sie hier auf der Seite Make It in Germany auf Italienisch. Dann ist nochmal der gemeinsame europäische Referenzrahmen kurz genannt. B2 ist eben das wichtige Niveau wirklich zu erreichen, um einen guten, qualifizierten Job, in dem man lange ausüben kann, zu bekommen. Und die grundlegenden Informationen zum Deutschlernen kann man eben nochmal auf Englisch auf der Homepage von der Agentur für Arbeit finden und auch die Kurse auf der Seite vom Welcome Center. Qui abbiamo messo di nuovo i link importanti, Make It in Germany, su tutti i informazioni generali, diciamo, e poi di nuovo sulla lingua, che il corso di integrazione va fino a B1, è diciamo una base solida, e poi con il B2 si può già iniziare a fare una formazione duale, e sì, diciamo, e poi, yeah. Das sind jetzt noch weitere wichtige Links zur Jobsuche. Die können Sie dann am Ende nochmal in Ruhe anschauen. Und das bezieht sich eben auf deutschlandweite Informationen oder auch auf die Region Stuttgart, Baden-Württemberg und viele der, also Xing und LinkedIn sind Ihnen sicherlich ein Begriff. Poi qui abbiamo altri link per cercare lavoro in tutta la Germania e pure solo per la regione di Stoccarda e conoscete sicuramente già Xing e LinkedIn per trovare o cercare lavoro. Ja, das Wichtigste war eben nochmal genau zu schauen, wie komme ich zu der gemeinsamen Strategie, damit Sie arbeiten können in Stuttgart. Zu den Sprachkursen haben wir eben schon vieles erzählt. Und wichtig ist aber eben auch nochmal zu wissen, wo stehen Sie jetzt beruflich im Vergleich zu jemandem, der hier im vergleichbaren Bereich bisher in Deutschland gearbeitet hat. Und dazu arbeiten eben viele Beratungsstellen in einem Netzwerk in Stuttgart. Und wichtig ist es eben zu wissen, welche Fähigkeiten bringen Sie mit. In Ihrer Heimat sind vielleicht viele Berufe grundsätzlich ähnlich wie in Deutschland, zum Beispiel der Bäcker. Aber wenn ein Bäcker aus Italien in Stuttgart in die Bäckerei geht, sieht er, dass hier viel Brot ganz anders gebacken wird als in Italien. Und es gibt deswegen noch etwas zu lernen. Natürlich gibt es auch Kenntnisse, die ein deutscher Bäcker nicht hat und könnte deswegen umgekehrt auch nicht so einfach in Italien arbeiten. Das heißt, Sie müssen recherchieren, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede in den Berufen, wie Sie sie kennen. La seconda cosa più importante sono le competenze che si mettono in gioco. Nel vostro paese d'origine molte professioni sono sostanzialmente simili a quelle tedesche, ad esempio il panettiere. Ma quando un panettiere italiano va al panificio di Stoccarda, vede che il pane viene cotto forse in un modo diverso qui rispetto all'Italia e deve quindi imparare qualcosa di nuovo per poter fare bene tutto il lavoro. Naturalmente ha anche delle conoscenze che il panettiere tedesco non ha. Già è importante di fare una ricerca
all'interno di una qualifica professionale dove ci sono somiglianze e dove ci sono differenze. Auf der Homepage von der Agentur für Arbeit finden Sie dazu eine Datenbank, die heißt Berufe.net. Die gibt es allerdings leider nur in deutscher Sprache. Die kann Ihnen dabei helfen. Und als Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit arbeite ich dann mit Ihnen gemeinsam eben Ihren Standort. Wo stehen Sie beruflich im Vergleich zu jemandem, der hier im vergleichbaren Bereich bisher in Deutschland gearbeitet hat? Da arbeiten wir eben mit vielen Beratungsstellen in Stuttgart in einem Netzwerk zusammen. Ja. E sulla homepage dell'Agenzia del Lavoro troverete il database Berufe.net, si chiama in tedesco, che vi aiuterà in questo senso. Abbiamo messo il link pure alla fine della presentazione. E approfondirò la questione in dettaglio. Come dipendente dell'Agenzia del Lavoro, lavorerò con te per capire a che punto sei professionalmente rispetto a qualcuno che ha precedentemente lavorato in un campo simile in Germania. Inoltre, molti centri di consulenza a Stoccarda lavorano insieme, collegati in rete. Das deutsche Bildungssystem ist auf der einen Seite sehr hierarchisch aufgebaut, aber es ist auch sehr flexibel. Wie eine Ausbildung aussieht, wird meine Kollegin Frau Götz von der IHK noch genau darstellen. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, parallel zum Beruf einen höheren Schulabschluss zu erreichen. Und dieses Ziel, und es gibt auch die Möglichkeit, eben im Laufe des Berufslebens sich weiterzubilden, damit man anspruchsvollere Arbeiten übernehmen kann. Das heißt, man kann Weiterbildungen machen und das gibt es sowohl für die Situation, dass man arbeitet, dass man Weiterbildung besuchen kann, aber es gibt dieses System eben auch, wenn man die Arbeit zwischendurch verloren hat. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein, wie die Agentur für Arbeit Ihnen eben helfen kann, die Brücke zu bauen zwischen dem, was Sie bereits können und zu dem, was hier verlangt wird in Deutschland. Il sistema formativo tedesco è molto gerarchico, ma è anche molto flessibile. Un'illustrazione nella sezione alla conferenza della signora Götz della IHK illustra questo. Ci sono molte possibilità di ottenere un diploma di maturità parallelamente al lavoro. Questo sistema esiste anche per ulteriori titoli professionali o universitari. L'obiettivo è quello di assumere il corso della propria vita lavorativa, sempre compiti più complessi e ricevere un stipendio più alto. Questo è di solito documentato con il possesso di certificati, diciamo. Si parla di un apprendimento permanente anche alla fine dei 50 anni. Gut, dann können wir, glaube ich, zur nächsten Folie übergehen. Ja, jetzt ist die Frage noch, wie kann man sich denn den Lebensunterhalt verdienen, wenn man als EU-Bürger nach Deutschland kommt? Dazu gibt es einmal die Möglichkeit, dass man schon hier in Deutschland gearbeitet hat. Dann kann man eben hier ganz normal das Arbeitslosengeld beziehen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, aus dem Ausland, sprich aus Italien, Arbeitslosengeld mitzunehmen. Und das ist dann die sogenannte PDU2. Chiunque abbia già lavorato in Germania o in un paese della EU, soggetto a contributi per l'assicurazione sociale, ha pagato l'assicurazione contro la disoccupazione. Se questo è stato il caso per almeno 12 mesi negli ultimi 2 anni, si ha il diritto all'indennità di disoccupazione. Yeah.
qui il Gut, manchmal reicht dieses Geld nicht zum Leben und dann gibt es eben noch weitere soziale Unterstützung in Form von Wohngeld oder Kindergeld. Se non è abbastanza questo Arbeitslosengeld o questo PDU2, si può chiedere anche per Wohngeld o Kindergeld o Kinderzuschlag. Und wenn das sind Gelder, die mit Steuermitteln bezahlt werden, also nicht aus der Versicherungsleistung, weil man vorher gearbeitet hat. Und wenn diese kleinen Zuschüsse auch nicht reichen, dann kann man eben bei einer Institution, die das Jobcenter heißt, das Arbeitslosengeld 2 beantragen. Se questi fondi non sono sufficienti, in alternativa si possono richiedere fondi maggiori al job center della città di Stoccarda o il cosiddetto ALG 2, il Arbeitslosengeld 2. Das heißt, dort wird man dann nicht mehr nur alleine gesehen als jemand, der hierher kommt und arbeiten möchte und Geld braucht, sondern wenn man mit der Familie kommt, wird eben auch geschaut, reicht das Geld für die gesamte Familie oder nicht. Questo vale pure per persone che vengono con la famiglia. Il job center fa la prova se i soldi che uno riceve è abbastanza per tutta la famiglia. E questo soldi è finanziato dal denaro delle tasse, non è perché uno ha lavorato e è dipendente da questo fatto. Die wichtigsten Zahlen dazu, wann man diese Hilfen bekommen kann, sind auch im Jobcenter bekannt. Also das hängt einfach davon ab, wie viel Ersparnisse man hat, wie viel Vermögen man hat. Aber es gibt eben diese Möglichkeit, dass man als Familie unterstützt wird. Questo supporto dipende sempre dal soldi che uno ha in banca, diciamo, o quando soldi ha bisogno. E ci sta un limite di soldi che devi avere, diciamo, per fare la vita. So, genau, das müsste eigentlich erstmal so reichen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die wichtigsten Zusammenhänge verständlich machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier sind nochmal meine Kontaktdaten angegeben. Die werden dann auch mit der Präsentation mitgeschickt. Vielen Dank. Spero di essere stato in grado di darvi una prima impressione incoraggiante di come funziona il processo di ricerca del lavoro a Stoccarda e grazie per l'attenzione. Vielen Dank, Frau Blaut-Wehr. Wir haben auch einige Fragen im Chat, aber wir beantworten diese am Ende. Bitte schreiben Sie uns weiter Ihre Fragen in den Chat oder in Fragen und Antworten. Wir beantworten sie am Schluss. Noi rispondiamo a tutte le domande dopo la presentazione. Scrivete sempre nello chat o nel F&As. Grazie. So, jetzt kommt das Thema Ausbildung und die Frau Götz von der IHK, von der Causa Service Stelle, wird uns in das Thema Was ist eine Ausbildung und was kann ich damit in Deutschland machen, einführen. Ja, guten Abend zusammen, vielen Dank. Mein Name ist Katharina Götz, ich bin von der Causa Service Stelle der Industrie- und Handelskammer der Region Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle und beraten Sie zum Thema duale Ausbildung sowie auch zu Qualifizierungsmöglichkeiten vor der Ausbildung. Hey, buonasera, sono io oggi a fare del traduttore. Allora, mi chiamo Caterina Götz e sono del Centro di Servizi Causa della Camera di Commercio e dell'Industria della Regione di Stoccarda. Questa istituzione fornisce consigli sul tema della formazione duale e sulle opportunità di qualificazione prima della formazione. Weiter. Ja, was ist eine duale Ausbildung? Die duale Ausbildung findet in einem Betrieb statt, in dem man den praktischen Teil lernt, und in einer Berufsschule, in der man die Theorie lernt. Che cos'è la formazione duale? La formazione duale si svolge in un'azienda dove si impara la parte pratica
e nella scuola professionale dove si impara la teoria. Die meisten Ausbildungen umfassen einen Zeitraum von 3 oder 3,5 Jahren in Vollzeit. Das bedeutet, man ist 8 Stunden pro Tag im Betrieb und einen Tag pro Woche in der Berufsschule. La maggior parte degli apprendistati copre un periodo di 3 o 3,5 anni a tempo pieno, il che significa che si passano 8 ore al giorno in un'azienda e un giorno alla settimana nella scuola professionale. Man kann eine duale Ausbildung auch in Teilzeit absolvieren, dann ist diese eben entsprechend länger. Und ob eine Teilzeitausbildung in einem Betrieb möglich ist, muss man zuvor abklären, da man diese nicht bei jedem Betrieb machen kann. È anche possibile frequentare un corso professionale di formazione duale a tempo parziale, cioè studiante frequentando a metà tempo, ma in questo caso ci vuole molto più tempo per finirlo. Se la formazione è a tempo parziale in un'azienda è possibile solo se in accordo con l'azienda, perché non tutte lo permettono. Zudem gibt es zweijährige Ausbildungen. Diese kann man nach dem Abschluss 1 oder 1,5 Jahre weiterführen und somit nach 3 Jahren denselben Abschluss erreichen wie von einer grundständigen 3-jährigen Ausbildung. Ci sono apprendistati della durata di 2 anni. Questi poi possono essere continuati per un anno e mezzo dopo aver raggiunto la prima qualifica e quindi raggiungere lo stesso grado di qualificazione come una formazione normale di 3 o 3 anni e mezzo. Die Ausbildungsdauer einer dualen Ausbildung kann unter bestimmten Voraussetzungen verkürzt werden, wie zum Beispiel aufgrund von Arbeitserfahrung oder aufgrund eines höheren Schulabschlusses. La durata di un corso di formazione duale può essere abbreviata a determinate condizioni, per esempio perché c'è una precedente esperienza lavorativa o perché si è in possesso di un diploma di scuola superiore. Wie bekommt man also nun eine Ausbildungsstelle? Für eine duale Ausbildung bewirbt man sich bei einem Betrieb. Man kann und sollte sich circa 1 Jahr vor Ausbildungsbeginn bewerben. Ecco, come si fa ad ottenere un posto di formazione professionale o quindi di apprendistato? Per una formazione duale si fa la domanda in un'azienda e questa domanda si può o si deve fare un anno prima dell'inizio della formazione. Nachdem man sich bei einem Arbeitgeber in einem Vorstellungsgespräch erfolgreich vorgestellt hat, schließt man einen Ausbildungsvertrag ab. Darin sind wichtige Einzelheiten geregelt, wie unter anderem die Dauer der Ausbildung, die Anzahl der Urlaubstage oder auch die Höhe der Ausbildungsvergütung. Come si ottiene un posto di formazione? Per una formazione duale si fa la domanda in azienda, questo l'abbiamo già detto, dopo essersi presentato con successo un datore di lavoro in un colloquio, si conclude un contratto di formazione. In esso sono regolati dettagli importanti come la durata della formazione, il numero di giorni di ferie e l'ammontare dell'indennità di formazione. Im Folgenden werde ich später noch beispielhaft aufzeigen, wie hoch die Ausbildungsvergütung, also das Gehalt, bei verschiedenen Ausbildungen ist. Come esempio mostrerò più tardi quanto è alta l'indennità di formazione per i diversi corsi di apprendistato, per le diverse qualifiche professionali. Der Ausbildungsbeginn der dualen Ausbildung ist meist im Herbst. Zu einem anderen Zeitpunkt ist er in Absprache mit einem Betrieb auch möglich. L'inizio della formazione duale di solito in autunno, tra settembre-ottobre, ed è anche possibile iniziare in un altro momento mettendosi d'accordo con l'azienda. In der Ausbildung macht man nach einer bestimmten Zeit eine Zwischenprüfung und am Ende der Ausbildung eine Abschlussprüfung. Diese besteht aus einem schriftlichen und aus einem praktischen Teil und nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung erhält man ein qualifiziertes Ausbildungszeugnis. Durante il corso di apprendistato si fa un esame intermedio, quasi a metà diciamo, del percorso, e alla fine della formazione si fa un esame finale. Questo esame finale consiste in una parte scritta e in una parte pratica.
Dopo aver superato con successo l'esame finale, si riceverà il certificato di formazione qualificata da parte della Camera dell'Industria e del Commercio o da parte della Camera dell'Artigianato. Ja, und das empfohlene Sprachniveau für eine Ausbildung ist das Sprachniveau B2. Il livello linguistico raccomandato per poter intraprendere una formazione duale è il livello B2. Wie läuft nun eine duale Ausbildung ab? Für einen Arbeitsplatz, Ausbildungsplatz bewirbt man sich wie für einen Arbeitsplatz wie angesprochen bei einem Betrieb. Wichtige Bestandteile der schriftlichen Bewerbung sind dabei das Anschreiben, der Lebenslauf, Zeugnisse und Zertifikate. Ein Sprachzertifikat ist dabei ebenfalls ein wichtiger Nachweis über Ihre sprachliche Qualifikation. E come funziona adesso la formazione duale? Come detto prima, ci si candida per una posizione di formazione presso un'azienda. Componenti importanti della domanda scritta sono la lettera di presentazione, cosiddetta Schreiben, e il curriculum vitae, quindi Lebenslauf, e referenze e certificati che uno possiede. Un certificato di attestazione linguistica è un'importante prova delle conoscenze linguistiche, ad esempio. Anschließend folgt dann ein Vorstellungsgespräch oder vielleicht auch ein Eignungstest. A questo segue un colloquio e possibilmente anche un test attitudinale. In Ihrem Bewerbungsanschreiben sowie auch im Vorstellungsgespräch ist es wichtig, dass Sie Ihre Motivation darstellen, Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zeigen und dem Betrieb verdeutlichen, warum Sie diese Ausbildung bei genau diesem Betrieb machen möchten, bei dem Sie sich beworben haben. Nella lettera di presentazione e anche nel colloquio è importante che presentiate la vostra motivazione, mostrate le vostre conoscenze e capacità e si renda chiaro all'azienda perché vorreste fare questo tipo di formazione proprio in questa specifica azienda nella quale vi siete candidati. Wenn der Betrieb Sie ausbilden möchte und Sie das Ausbildungsgebot annehmen möchten, würden Sie nun den Ausbildungsvertrag abschließen. Se l'azienda decide di concedere posto di formazione, posto di apprendistato e voi accettate l'offerta di formazione, si firma il contratto di formazione. Um sich für eine Ausbildung... Nein, ich wollte nur Ausbildungsvertrag noch mal betonen. Also, um sich davor für eine Ausbildung zu qualifizieren, gibt es auch die Möglichkeit, eine sogenannte Einstiegsqualifizierung EQ in Vorbereitung auf die Ausbildung zu machen, bevor man den Ausbildungsvertrag erhalten hat. Die Einstiegsqualifizierung ist ein 6- bis 12-monatiges Praktikum und sie dient dazu, dass Sie in diesem Zeitraum den Betrieb kennenlernen können, der Betrieb kann Sie kennenlernen, Sie können Einblicke in die Ausbildungsinhalte erhalten, Ihre Fähigkeiten zeigen und Ihre Sprachkenntnisse verbessern. Per prepararsi per un posto di apprendistato c'è anche la possibilità di fare una cosiddetta qualifica d'ingresso, appunto in preparazione dell'apprendistato stesso. Questo accade prima di aver ricevuto il contratto di formazione vero e proprio. La qualifica d'ingresso è uno stage di 6-12 mesi e il suo scopo è che durante questo periodo l'azienda possa conoscerti, che tu possa farti un'idea dei contenuti della formazione, che tu possa mostrare le tue capacità e che tu possa migliorare le competenze linguistiche. Während der Einstiegsqualifizierung bekommt man eine Vergütung von mindestens 247 Euro pro Monat. Und das Höchstalter für den Einstieg der Einstiegsqualifizierung liegt bei 25 Jahren. Nel caso che si inizia con una qualifica d'ingresso, si riceve una remunerazione di almeno 247 euro al mese, spesso anche di più. L'età massima per iniziare una qualifica d'ingresso è di 25 anni. Dai 18 ai 25 anni, massimo. Nach der Zusage zu einem Ausbildungsplatz, wie angesprochen, unterschreibt man den Ausbildungsvertrag, der die Konditionen für die Zeit der Ausbildung beinhaltet, unter anderem die Ausbildungsvergütung, das bedeutet das Ausbildungsgehalt.
Una volta che sei stato scelto per il posto di apprendistato, si firma il contratto di formazione che contiene le condizioni per il periodo di formazione, compresa l'indennità di formazione, cioè il salario di formazione, quanto ti spetta ogni fine mese. Dann findet die Ausbildung in Betrieb und in der Berufsschule statt. E quindi la formazione adesso incomincia sia nell'azienda che nella scuola professionale. Während der Ausbildung können Sie finanzielle Unterstützung bekommen oder auch Nachhilfe, um Ihre Deutschkenntnisse zu verbessern oder auch für andere Unterrichtsfächer, die Sie in der Berufsschule haben. Über diese Unterstützungsangebote können Sie sich bei der Agentur für Arbeit sowie bei weiteren Beratungsstellen informieren. Durante la formazione si può ottenere un sostegno finanziario o un tutoraggio per migliorare le conoscenze della lingua tedesca o anche per altre materie che si studiano nella scuola professionale. Si possono trovare queste offerte di supporto presso l'Agenzia per il Lavoro o altri centri di consulenza. Ungefähr nach der Hälfte der Ausbildungszeit machen Sie eine Zwischenprüfung und am Ende der Ausbildung die Abschlussprüfung. Circa metà del percorso di formazione si sostiene, come avevamo già detto, un esame intermedio e alla fine di formazione si sostiene l'esame finale. Und nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung erhält man dann das qualifizierte Ausbildungszeugnis. Dopo aver completato con successo l'apprendistato si riceve un certificato di qualifica professionale. Nach der Ausbildung besteht die Möglichkeit, durch Weiterbildung einen Meistertitel zu erhalten. Dopo l'apprendistato è possibile continuare a studiare, praticamente a frequentare le scuole, per poter ottenere il titolo di maestro artigiano, appunto attraverso ulteriore formazione. In Seminaren oder Kursen, die von ein paar Wochen oder Monaten bis zu mehreren Jahren andauern, qualifiziert man sich nach erfolgreicher Prüfung mit dem Titel Meister, Techniker, Fachwirt oder Betriebswirt. Je nach Beruf unterscheidet sich dieser Titel. In corsi o seminari che durano da poche settimane o fino a diversi anni, ci si qualifica dopo aver superato l'esame, ci si può qualificare dopo aver superato l'esame con il titolo di maestro artigiano, tecnico, specialista, economista aziendale. A seconda del tipo di occupazione, questo titolo è diverso. Quindi tecnico, fachwirt, betriebswirt sono dei termini che qualificano in modo specifico determinate professioni. Wenn man nach der Ausbildung mindestens 3 Jahre Berufserfahrung hat oder wenn man während der Ausbildung einen höheren Schulabschluss erworben hat, wie die Fachhochschulreife, oder auch einen Meistertitel hat, dann kann man zudem studieren. Se si hanno almeno 3 anni di esperienza professionale dopo aver completato l'apprendistato o se si è acquisito il titolo di accesso all'Istituto Tecnico Superiore durante l'apprendistato o si ha anche un titolo di maestro artigiano, si può studiare anche all'università. Laita. Lauget? Ja. Ja. So, nun möchte ich Ihnen noch beispielhaft einige staatlich anerkannte Ausbildungsberufe vorstellen und zudem auch aufzeigen, welche Ausbildungsvergütung Sie dabei bekommen. Adesso vorrebbe mostrare alcuni esempi di occupazione formative riconosciute dallo Stato e quanto si guadagna nelle varie professioni. In dieser Tabelle sehen Sie Ausbildungen im Bereich Industrie und Handel. Insgesamt gibt es 250 staatlich anerkannte IHK-Berufe und anschließend gehe ich auf Ausbildungsberufe im Handwerk ein. Ecco, in questa tabella specificamente potete vedere i mestieri in cui è possibile la formazione professionale nel settore industria e commercio. Ci sono un totale di 250 occupazioni, sempre nel settore industria e commercio, riconosciute dallo Stato. Successivamente illustrerà i mestieri nel campo dell'artigianato, dove è possibile anche fare apprendistato. Ausgewählt sind Ausbildungsberufe, für die Sie aktuell noch freie Lehrstellen in der Region Stuttgart finden können. Ich möchte Ihnen beispielhaft bei diesen Ausbildungsberufen zeigen, wie die Ausbildungsvergütung während der Ausbildung aussehen kann.
ha selezionato ho selezionato delle professioni di formazione duale per le quali è possibile trovare attualmente nella zona di Stoccarda, nella regione di Stoccarda, un certo numero di offerte di apprendistato. Vorrei mostrarvi degli esempi di queste occupazioni di formazione e come può essere l'internità di formazione durante appunto il percorso formativo. Generell möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass es in Deutschland für bestimmte duale Ausbildungsberufe eine Mindestvergütung während der Ausbildung gibt. Diese liegt bei mindestens 515 Euro im ersten Lehrjahr und erhöht sich dann etwas im Laufe der Ausbildungsjahre. Betriebe bezahlen aber meist mehr. In dieser Tabelle sehen Sie die nach Tarifvertrag geregelte Ausbildungsvergütung. In generale vorrei ricordare che in Germania esiste un salario minimo per certe professioni a formazione duale durante il corso di formazione. Si tratta di un salario minimo di 515 euro nel primo anno di formazione, che poi aumenta leggermente nel corso degli anni, nel corso degli anni di formazione. Ma di solito le aziende pagano molto di più. E in questa tabella si può vedere l'internità di formazione regolata dai contratti collettivi. Zu den gewerblich-technischen Ausbildungsberufen in Industrie und Handel zählt beispielsweise die Ausbildung zum Industriemechaniker oder zur Industriemechanikerin. Und ein weiteres Beispiel ist die zweijährige Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer oder Anlagenführerin. Hier können Sie sehen, führt man diese zweijährige Ausbildung nach erfolgreichem Abschluss um ein bis eineinhalb Jahre weiter, dann kann man ebenso den staatlich anerkannten Abschluss zum Industriemechaniker erreichen. Wie Sie sehen können, liegt die monatliche Ausbildungsvergütung bei diesen ausgewählten gewerblich-technischen Ausbildungsberufen bei 900 bis 1000 Euro im ersten Lehrjahr und staffelt sich dann über 1100 Euro oder sogar 1200 Euro im dritten bzw. vierten Lehrjahr. I mestieri di formazione tecnico-industriale nell'industria e nel commercio includono per esempio la formazione come meccanico industriale. Un altro esempio è la formazione biennale per diventare operatore di macchine e impianti. Se continuate questa formazione biennale dopo averla completata con successo per un anno o un anno e mezzo, potete anche ottenere la qualifica di formazione riconosciuta dallo Stato come meccanico industriale. Come potete vedere, l'internità mensile di formazione per queste professioni selezionate di formazione appunto tecnico-industriale tra i 900 e i 1000 euro nel primo anno di formazione e sale a oltre 1100, addirittura 1200 nel terzo o quarto anno di formazione. Ein weiterer Ausbildungsberuf ist im Bereich der Lagerlogistik die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik, während der man in der Ausbildung ebenfalls zwischen 900 Euro im ersten Lehrjahr bis über 1000 Euro pro Monat im dritten Lehrjahr bekommen kann, wenn der Arbeitgeber nach Tarifvertrag bezahlt. Un altro tipo di apprendistato molto considerato è nel campo della logistica e la formazione triennale come specialista per la logistica di magazzino, durante la quale si può ricevere tra i 900 euro nel primo anno di formazione e più di 1000 nel terzo, più di 1000 euro al mese nel terzo anno di formazione, se il datore di lavoro paga secondo i contratti collettivi. Berufsausbildungen im kaufmännischen Bereich sind beispielsweise die Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Büromanagement sowie auch im Einzelhandel. In beiden Ausbildungen erhält man eine Ausbildungsvergütung von rund 900 Euro bis knapp 1100 Euro vom ersten bis zum dritten Lehrjahr. Auch im kaufmännischen Bereich gibt es zweijährige Ausbildungen, wie zum Beispiel die Ausbildung zum Verkäufer oder zur Verkäuferin, während der man eine Ausbildungsvergütung von knapp 900 bis über 1000 Euro pro Monat bekommen kann. Nach Abschluss dieser zweijährigen Ausbildung besteht dann wieder die Möglichkeit, sich zum Kaufmann oder zur Kauffrau im Einzelhandel weiter zu qualifizieren. Gli apprendistati nel settore commerciale sono ad esempio l'apprendistato come assistente di direzione per la gestione dell'ufficio o nella vendita al dettaglio.
In entrambi gli apprendistati si riceve un'indennità di formazione di circa 900 euro a poco meno di 1100 euro dal primo al terzo anno di apprendistato. Ci sono anche apprendistati di due anni nel settore commerciale, come ad esempio l'apprendistato per diventare commesso, durante il quale si può ricevere uno stipendio da poco meno di 900 a più di 1000 euro al mese. Dopo aver completato questo apprendistato di due anni, c'è la possibilità di ottenere ulteriori qualifiche come commesso specializzato nella vendita al dettaglio. Zudem gehören zu den Ausbildungsberufen in Industrie und Handel die Ausbildungen im Bereich der Gastronomie und Hotellerie. Dabei liegt die Ausbildungsvergütung in der Ausbildung zum Restaurantfachmann oder zur Restaurantfachfrau bzw. Hotelfachmann, Hotelfachfrau bei über 750 Euro im ersten Lehrjahr bis hin über 1000 Euro im dritten Lehrjahr. Inoltre l'apprendistato nell'industria e nel commercio include anche le qualifiche nell'ambito della ristorazione e nel settore alberghiero. La retribuzione dell'apprendistato per la formazione come specialista in ristorazione o nel settore alberghiero va da oltre 750 euro nel primo anno di formazione a circa 1000 euro nel terzo anno di formazione. Neben den Berufen in Industrie und Handel gibt es auch duale Ausbildungsberufe im Handwerk. Die zuständige Stelle ist dabei die Handwerkskammer. Oltre alle occupazioni nell'industria e nel commercio, ci sono in Germania anche percorsi di formazione duale nel campo dell'artigianato. L'organismo responsabile è la Camera dell'Artigianato. Beispiele für Berufe im Handwerk, für die Sie ebenfalls aktuell in der Region Stuttgart noch freie Lehrstellen finden können, ist beispielsweise die Ausbildung zum Anlagenmechaniker, Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag staffelt sich während dieser Ausbildung von Beginn der Ausbildung von über 700 Euro bis knapp 900 Euro im dritten Lehrjahr. Ein weiteres Beispiel ist die Ausbildung zum Beton- und Stahlbetonbauer, bei der man nach Tarifvertrag bei Ausbildungsbeginn eine Ausbildungsvergütung von knapp 900 Euro und sogar im dritten Lehrjahr über 1300 Euro bekommt. Esempi di qualifiche artigianali per le quali si possono trovare attualmente anche un certo numero di posti di apprendistato nella regione di Stoccarda sono la formazione come meccanico di impianti per la manutenzione sanitaria, riscaldamento e condizionamento d'aria. La paga dell'apprendista secondo il contratto collettivo è scaglionata durante l'apprendistato da 700 euro all'inizio dell'apprendistato a poco meno di 900 nel terzo anno di apprendistato. Un altro esempio è la formazione come Beton- und Stahlbauer, cioè questo io l'ho tradotto come calcestruzzatore o montatore di cemento armato, è un settore specifico dell'edilizia, dove si ottiene, secondo il contratto collettivo all'inizio della formazione, un'indennità di formazione di poco meno di 900 euro al primo anno e di oltre 1300 euro nel terzo anno. In der Ausbildung zum Maler und Lackierer sowie zum Tischler oder zur Tischlerin liegt die Ausbildungsvergütung zwischen 600 und 700 Euro im ersten Ausbildungsjahr und staffelt sich bis zu 900 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Nella formazione invece come impianchino, verniciatore o come falegname, l'indennità di formazione è tra i 600 e 700 euro nel primo anno di formazione ed è scaglionata fino a 900 euro nel terzo anno di formazione. Neben diesen Beispielen gibt es im Handwerk im Übrigen auch Ausbildungen wie zum Beispiel zum Optiker oder auch zum Raumausstatter. Ecco, oltre a questi mestieri apprendistato nel settore dell'artigianato ci si può qualificare come ottico o decoratore di interni. Genau, dann möchte ich Ihnen im Folgenden noch Berufe mit schulischer Ausbildung vorstellen und kurz aufzeigen, was die Unterschiede zur dualen Ausbildung sind. Ecco, adesso di seguito vorrei presentare brevemente la formazione scolastica, quindi formazione professionale scolastica, e mostrare come si differenzia dalla formazione duale.
Eine schulische Ausbildung macht man an einer Berufsfachschule, jedoch macht man während der Ausbildung auch Praktika, um Praxiserfahrung zu sammeln. Bei schulischen Ausbildungen gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene Ausbildungsvergütung. Jedoch kann man in Deutschland finanzielle Unterstützung während der schulischen Ausbildung beantragen. Informationen dazu bekommen Sie, wie angesprochen, bei der Agentur für Arbeit. La formazione scolastica si svolge di solito in una scuola professionale, ma durante la formazione si fanno anche degli stage per acquisire esperienza pratica. Non esiste in Germania di solito un'indennità di formazione prescritta dalla legge per la formazione scolastica. Tuttavia in Germania è anche possibile chiedere un sostegno finanziario durante questa formazione. Si può ottenere informazioni in questo ambito presso l'Agenzia per il Lavoro. Die meisten schulischen Ausbildungen findet man im Gesundheitsbereich, im sozialen oder Medienbereich, wie zum Beispiel die Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin, zum Kinderpfleger, Kinderpflegerin oder auch Fremdsprachenkorrespondent, Korrespondentin. Außerdem gibt es Ausbildungen, durch die man sich zum Beispiel zum Helfer oder zur Helferin oder auch Assistent, Assistentin ausbildet, wie beispielsweise zum Gesundheits- oder Krankenpflegehelfer. Mhm. La maggior parte dei corsi di formazione scolastici sono nel settore sanitario, sociale o dei media, come ad esempio la formazione per diventare educatrice, infermiere o corrispondenti di lingue straniere. Inoltre ci sono apprendistati attraverso i quali ci si può formare per avere la qualifica di aiutante o assistente come un assistente sanitario e infermieristico. Ausbildungen zum Helfer, zur Helferin oder zum Assistenten, zur Assistentin dauern meist 1 bis 2 Jahre und teilweise bekommt man eine Ausbildungsvergütung. Gli apprendistati per diventare, per raggiungere le qualifiche di aiutante o assistente di solito durano da 1 a 2 anni e in alcuni casi si ottiene anche un'indennità di formazione. Weitere schulische Ausbildungen findet man in der Landwirtschaft, im Gesundheitsdienst oder auch im öffentlichen Dienst. Ulteriori settori sono quello dell'agricoltura e was war Landwirtschaft und? Landwirtschaft, Gesundheitsdienst, öffentlicher Dienst. Nel settore pubblico. Öffentlicher Dienst nel settore pubblico. Okay, dann möchte ich Ihnen nur noch Details zu 2 Ausbildungen vorstellen, die es in Deutschland ebenfalls als Ausbildungsform mit Ausbildungsvergütung gibt. Zum einen ist das die sogenannte PIA-Ausbildung zum staatlichen oder zur staatlich anerkannten Erzieherin. PIA steht für praxisintegrierte Ausbildung. Diese Ausbildung macht man in einer Einrichtung, also bei einem Arbeitgeber und in einer Berufsfachschule. Adesso vorrebbe presentare i dettagli di 2 corsi di formazione che esistono in Germania come forma di formazione con indennità. Di formazione, quindi formazione scolastica che riceve anche un'indennità di formazione. Il primo è la cosiddetta formazione PIA come educatrice, educatore approvato dallo Stato, cioè PIA sta per Praxis Integration Ausbildung, cioè per formazione pratica, potremmo tradurre così, presso l'azienda. Questa formazione avviene in una istituzione, di solito una grande, cioè un datore di lavoro presso un'azienda e in una scuola professionale. Während dieser PIA-Ausbildung erhält man nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes knapp 1.200 Euro pro Monat, im 1.100 Euro im ersten Lehrjahr und die Ausbildungsvergütung steigt dann jedes Lehrjahr an bis über 1.300 Euro im dritten Lehrjahr. Durante questo tipo di formazione, come ha detto Pia, si riceve poco meno di 1.200 Euro al mese nel primo anno di formazione, secondo il contratto collettivo del settore pubblico. La paga di formazione, quindi la paga, aumenterà poi fino a 1.300 Euro nel terzo anno di formazione. Ein weiteres Beispiel ist die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Es ist ebenso eine Ausbildung, bei der man eine Ausbildungsvergütung bekommt.
Un altro tipo di apprendistato è quello per diventare infermiere specializzato, che è anche una formazione in cui si riceve un'indennità di formazione. Sono circa 1000. Wie viel ist die Vergütung? Im ersten Ausbildungsjahr bekommt man 1.100 Euro und dann wieder gestaffelt bis zum 1.300. Allora, genau. Sì. 1.200 Euro primo anno fino a 1.300 Euro nel terzo anno. Genau, während dieser Ausbildung ist man in stationären Einrichtungen oder im Krankenhaus. Durante questo tipo di formazione si è si lavora presso l'ospedale oppure in una, diciamo, nel tipo casa di riposo. Genau. Also neben Industrie, Handel und Handwerk findet man in Deutschland weitere Ausbildungsberufe neben der Pflege im öffentlichen Dienst, in der Hauswirtschaft, in der Landwirtschaft und in weiteren Bereichen. Oltre che quindi nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ci sono altre occupazioni formative in Germania, oltre a quelle del settore sanitario. Esse si possono trovare nel settore del pubblico impiego, nell'economia domestica o nell'agricoltura o in altri settori. Und insgesamt gibt es rund 330 Ausbildungsberufe in Deutschland. E complessivamente in Germania ci sono 130 mestieri dove si può fare la qualifica professionale, si può fare un corso di apprendistato. Ja, kommen wir noch einmal zu den Vorteilen der dualen Ausbildung. Eine duale Ausbildung bietet Ihnen eine gute Perspektive und sie bringt viele Vorteile mit sich. Quali sono i vantaggi di una formazione duale? È un apprendistato che ti offre delle grandi prospettive e hai dei vantaggi. Genau, schon während der Ausbildung kann man Geld verdienen und Arbeitserfahrung sammeln. Già durante l'ausbildung si può guadagnare dei soldi e fare esperienza lavorativa per la tua formazione. Das in Betrieb und Berufsschule Gelernte kann man während der Ausbildung einsetzen und hat nach bestandener Abschlussprüfung einen anerkannten Berufsabschluss. Ecco, praticamente puoi usare ciò che hai imparato in un'azienda alla scuola professionale durante la tua formazione e dopo aver superato l'esame finale hai una qualifica professionale riconosciuta. Damit hat man gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und anschließend kann man sich durch Weiterbildung weiterqualifizieren oder auch ein Studium anschließen. Ecco, questo ti dà buone possibilità sul mercato del lavoro. In seguito è possibile ottenere ulteriore qualifica attraverso ulteriore opportunità di formazione e di riqualificazione o addirittura frequentare un corso universitario. Genau, und wichtige Informationen auf Deutsch und Italienisch finden Sie nochmal unter dem unten angegebenen Link. Ecco, importante informazione sulla formazione duale in tedesco e in italiano le potete trovare poi alla fine nel link che vi presenteremo. Ja, zuletzt möchte ich Ihnen noch eine Möglichkeit vorstellen, wo Sie freie Ausbildungsstellen finden können. Adesso voglio mostrarvi la possibilità di dove potete trovare dei posti di apprendistato. In der Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart finden Sie bundesweit freie Ausbildungsstellen für dieses und auch für nächstes Jahr. Nella borsa, chiamiamola così, nella borsa di dei posti di apprendistato dell'IAC, della Camera dell'Industria e Commercio della Regione di Stoccarda, troverete posti di apprendistato vacanti e per questo e per il prossimo anno di formazione in tutta la Germania. Wenn Sie ein Lehrstellenangebot öffnen, finden Sie die Informationen zu diesem Arbeitgeber- und Ausbildungsplatzangebot und zu den Anforderungen und auf der linken Seite.